Willkommen, liebe Freunde meines Kanals, zu einer neuen Ausgabe des Audiocast, meinem Let's Talk-Angebot hier auf YouTube. Heute geht es um das Let's Think-Video oder ja, dem Let's Think-Videocast vom Table Tennis Gamer, Let's Player und das Geld. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema, was auch derzeit sehr heiß vor allen Dingen diskutiert wird. Es gibt ja wie immer zwei Seiten, also es geht ja um das Thema. Ist es okay, dass Let's Player durch ihre Videos, also durch Werbung und auch teilweise durch Spenden Geld bekommen? Ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und da gibt es natürlich wie immer, gibt es zwei Seiten. Die eine Seite sagt, es ist in Ordnung, die andere sagt, nein, ist es nicht, ist es Kapitalismus. Und ich finde das sehr, sehr interessant und möchte hier quasi die Gelegenheit nutzen, da mal ein kleines Statement abgeben, quasi mein Kommentar zu diesem Let's Think. Ich muss sagen, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass die Tatsache, dass man durch etwas Geld bekommt, immer als Zeichen von Verrat gesehen wird und eigentlich niemals oder sehr selten als das Ergebnis von sehr harter Arbeit. Die Leute sagen dann immer, hey, das ist ja gar keine Arbeit, das ist ja alles Hobby und die machen das ja freiwillig und die haben ja gar kein Recht auf Geld. Das stimmt natürlich, Recht auf Geld hat niemand, aber wenn man die Möglichkeit hat, natürlich da so ein bisschen Geld damit ja, zu verdienen, ist, glaube ich, schon etwas zu viel gesagt, etwas Geld dafür zu bekommen und auch den dementsprechenden Leistungen liefert, durch gute Videos, durch regelmäßige Videos, eine hohe Qualität und blablablub, dann finde ich das nur fair. Ab einer gewissen Zahl von Abonnenten wird das Let's Playen um einiges arbeitsaufwendiger. Es ist nicht mehr nur Video aufnehmen und hochladen, man muss sich auch um alles kümmern, um den Kanal, um die Community, man hat vielleicht noch einen Blog, wo man dran rumarbeitet und ja, es ist wirklich dann auch Arbeit. Zumindest sehe ich das so. Also ich persönlich habe das ja noch nicht, weil ich bin noch nicht in dieser Liga, sage ich mal, angekommen. Und ich habe es da ja noch gut, aber ich sehe das ja bei anderen. Und ich finde da immer zu sagen, die sind dann kommerzgeil, die wollen alle nur Kohle, das ist falsch. Also in meinen Augen, weil wer da wirklich viel Zeit rein investiert und Let's Playen heißt ja auch Geld rein investieren, weil es müssen sich ja die Spiele gekauft werden, es muss sich die Hardware gekauft werden. Gerade wenn man direkt X11-Titel Let's Playen will, da braucht man einen super guten Rechner, dann soll ja auch die Stimme noch dementsprechend gut klingen. Dann braucht man eben auch ein nötiges Mikrofon oder man braucht ja auch Render-Software und das ist alles gar nicht so günstig. Und wenn man da wirklich ganz oben mit dabei sein will, muss man auch sehr, sehr viel Geld da reinstecken. Wenn man nicht gerade illegale Pfade einschlagen will, aber zumindest ich persönlich distanziere mich ganz stark davon. Und ich freue mich übrigens auch, dass das generell so eine Let's Play-Szene ist, dass die bekannteren Let's Player, zumindest die Top-Let's Player, wirklich sich von dieser ganzen Wares-Schiene irgendwo distanzieren und sagen, ich benutze Originalspiele, ich benutze Originalsoftware, ich trick's mich da nicht rum mit irgendwelchen, ne, ihr wisst, was ich meine. Ist ja also auch nicht Thema. Und ja, jetzt habe ich mal direkt den Faden verloren. Egal, auf dieses Wares-Thema möchte ich übrigens in einer anderen Audiocast-Ausgabe noch eingehen. Da baue ich mir gerade so ein bisschen was zusammen. Da werde ich dann mal intensiver drüber reden. Aber jetzt geht es immer noch um Let's Player und das Geld. Und jetzt komme ich verdammt nochmal wieder zurück. Ich denke, niemand wird mit dem Gedanken ans Let's Playen herangehen, mördermäßig abzucashen dadurch. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der denkt, hey, ich werde jetzt Let's Player und bin morgen sofort berühmt und übermorgen brauche ich nicht mehr arbeiten gehen oder brauche ich nicht mehr zur Schule gehen, weil ich bekomme Mörder die Kohle. Aber die sind dann auch eigentlich meistens nicht so erfolgreich, denn die Leute, die ganz oben mitspielen, sind auch Leute, die aus Überzeugung Let's Player geworden sind und zumindest bei denen, die ich kenne oder die ich so ein bisschen mitverfolge, denke ich mal, dass das heute auch noch so geblieben ist. Die sind mit Herz und Seele an der Sache dabei und deswegen ist da auch irgendwie nichts Falsches dran. Das Thema Spenden, was bei mir gerade auf dem Kanal angesprochen wurde, ja, wird da wirklich viel Geld durch Spenden gemacht oder gibt es überhaupt Let's Player, die so einen Spende-Button anbieten? Also mir ist es persönlich noch gar nicht so aufgefallen, was es nicht heißen muss, dass es das nicht gibt. Also ne, das interessiert mich mal, ob es da wirklich Leute gibt, die da sowas mit anbieten. Ich sag mal so, Spenden ist ja immer so eine freiwillige Sache. Es muss ja niemand spenden. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, den Leuten irgendwelche Sachspenden gibt, zum Beispiel meine alte Grafikkarte, die ich nicht mehr brauche und die gebe ich jetzt mal irgendjemanden, der, keine Ahnung, sein neues Projekt nicht Let's Playen kann, weil er ne, noch eine Uraltkarte drin hat, finde ich das jetzt auch nicht unbedingt so eine schlechte Sache. Auf keinen Fall verwerflich. Naja gut, bei Geld hört natürlich immer die Freundschaft auf. Muss ich sagen, wüsste ich jetzt noch nicht wirklich so, wie ich dazu stehe, weil ich das eben bei den Leuten noch nicht so gesehen habe. Aber
für mich ist halt Spenden immer so eine freiwillige Sache. Das muss ja niemand. Und solange da jetzt auch keiner dahergeht und sagt, ne, guckt hier, mein Spende-Button ganz groß auf der Seite, größer als alles andere oder so Pop-ups wie, haben Sie heute schon gespendet, was natürlich richtig, richtig fail ist. Solange das nicht ist, weiß ich nicht, sehe ich da persönlich erstmal nichts Falsches dran. Wobei natürlich immer die Frage ist, sollte man das machen, sollte man das nicht machen? Ja, da ich selbst noch nicht in dieser Lage war, kann ich diese Frage für mich selbst zumindest nicht beantworten. Naja, gut. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das alles jetzt nur eine Meinung ist. In diesem Fall natürlich meine Meinung. Jeder darf da seine eigene Meinung haben. Das möchte ich niemandem absprechen. Aber ich finde das ganz interessant und ich werde dieses Thema, also nicht Let's Player und das Geld, sondern dieses Audiocast, das Let's Talk mal so ein bisschen weiterverfolgen, weil mir kam da jetzt in der Planung des Ganzen so viel Material in den Kopf, worüber ich mal ganz gerne meine Meinung kundtun möchte, dass ich das in nächster Zeit mal öfter tun werde. Ja, dementsprechend freut euch. Ja, und ansonsten gibt's hier nichts weiter zu sagen, außer bleibt mir treu. Ich bleib's euch auf alle Fälle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga. Der im Übrigen kein Geld für seine Videos bekommt.